Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Video über den World of Tanks Weihnachtskalender. Heute haben wir die Lorraine 40T, das Einsteigerset. Und ja, ich bin spät dran, das gehört dazu. Ja, die Lorraine 40T gibt es einmal in-game für 11.000 Gold. Das sind umgerechnet 39 Euro und ein paar zerquetschte, ich glaube 8 Cent. Und auf der Webseite für 46,73 Euro. Warum ist die Webseite so teuer? Ganz einfach, weil da noch 3.500 Gold dabei sind. Ja, das ist... Ja, gute 20 Euro. Und einmal 30 Tage Premium, was nochmal 10 Euro entspricht. Also dementsprechend ist die theoretisch auf der Webseite billiger, obwohl man mehr zahlt, aber man kriegt halt mehr dazu. So, die Lorraine ist ein sehr, sehr lustiger Panzer. Denn dieses Fahrzeug hat einen Autoloader, ist relativ flink, keinerlei Panzerung, ist riesig groß, wird gerne beschossen von der Artillerie. So, wo haben wir sie denn hier? Die gute Lorraine. So, Franzosen sind immer ziemlich weit hinten, nicht der Sommer, hier ist meine Lorraine. Die gute Lorraine hat drei Leute. Diese drei Leute sind nicht sonderlich gut geeignet, um eine Battle Crew auszubilden. Da fehlt einfach einer. Ja, also ist kein guter Premium, um die Crew auszubilden, was ich sehr, sehr nervig finde. Wir haben eine 100mm Kanone, 232 mittlere Durchschlagskraft, 300 mittleren Schaden. Die Streuung von 0,38 ist okay, Zielerfassung 2,7 ist ein bisschen hoch, aber insgesamt ist das ein sehr, sehr, sehr guter Panzer, um gegnerische Fahrzeuge aus dem Leben zu juckeln. Gut, Vergleiche brauchen wir hier nicht unbedingt machen, weil der relativ eigenständig ist. Der ist ein Autoloader. Ja, es gibt auf Tier 8 einige Autoloader, aber der ist ein bisschen eigenständig, weil der halt ein komplett eigenes Format fährt, da der ein großer Schuhkarton ist. Gut, ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Gefecht. So, da sind wir schon mit unserer Lorraine, mit der Tarnung. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Zuallererst mal, wir sind unterwegs mit unserem Punisher aus Clan Mu. Huhu. Moin, moin. Ganz einfach, weil ich die Lorraine echt ungern alleine fahre. Die ist ein sehr defensives Fahrzeug mit Flankiermöglichkeiten. Der hat nichts vorne zu suchen normalerweise. Ja, der hat keinerlei Panzerung. Der ist ziemlich wendig, ziemlich schnell. Und hat eine gute Gun Depression von 8 Grad. Ja, nach oben geht es nach 15 Grad hin. Vorsicht, nach hinten habt ihr nur 4,5 Grad Gun Depression. Das heißt, wenn irgendwas hinter euch steht, habt ihr ein Problem. Und das Ding ist eigentlich ein Unterstützer, ein reiner Supporter. Mit Flankierpotenzial. Ne? Der ist relativ schnell. Ihr könnt auch mal rumfahren, ein Magazin loswerden. Ich habe 1200 Schaden im Magazin, wenn alles gut läuft. Aber Vorsicht, nicht jeder Schuss trifft, denn ihr seid schneller im Nachladen als im Einziel. Das heißt, die Schüsse werden, wenn ihr auf Reload schießt, unpräzise. Also Vorsicht. Ja, wir haben 232 Pen, das ist ziemlich gut. Wirklich ziemlich gut. Pass auf, jetzt kommen sie gleich zu viert rum und dann blockt mich der AMX-50 oder so. Irgendeine Scherze werden jetzt passieren. Ich finde den unangenehm aufzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hier sehr, sehr schnell sehr viel schief gehen kann. Ja, ich sag ja nicht, jeder Schuss trifft. Oh, schön. Aber der sollte rausgehen hier. Ja. Oh, sehr gut. Es kann sehr viel schief gehen. Artillerie liebt dieses Fahrzeug, ja, weil... Wenn sie euch trifft, kann sie ihren Enkel noch davon erzählen, wie toll das war. Unangenehm. Wir sind eine Delikatesse für Artillerie, für HE und für größere Kanonen. Die schießen sehr, sehr, sehr gerne auf uns. Deswegen Vorsicht. Ne? Falsche Nachbarschaft und die sind ganz schnell raus. So. Aber das hier vorne war sehr gut, dass wir das 277 und den T10 rausgenommen haben. Das sind schon mal zwei dicke Brocken weniger, die uns hier auf den Zeiger gehen können. Ich würde das Ding hier sogar mit Rationen fahren, wenn ich das, wenn ich hier nicht Credits bräuchte. Oh. Au. Weißt du, der schießt nicht auf den ZTP vor ihm, nein, der schießt auf uns. Das ist immer so. Ja, bei dir kommt da durch. Ja, das ist halt, ne, wir sind garantierter Schaden. Das ist ein Problem. So, aber man kann hier relativ schnell sehr viel Schaden anhäufen. Ist auch ein guter WN8-Farmer, wenn man ein bisschen defensiv spielt. Ne, gut, mal am Anfang ein bisschen TD-Position oder Supporter-Rollen einnimmt. Dann kann man hier sehr schnell sehr, sehr gute Runden hinlegen. Und, Typ 4, Typ 4, Typ 4. Na, guckt euch das an, wie die Kanone mitgeht mit uns. Was ist das denn? Oh, der ist raus. Erst die Kanonen rausnehmen. Und dann machen wir weiter. Vielleicht zünden wir noch an. Nein, schade. Bin leer. Ja, jetzt gucken wir halt nämlich. So,
Jetzt haben wir noch einen Ferdinand, einen Skorpion. Jetzt bin ich cocky. Ja, jetzt kann ich vorfahren. Ich habe noch 1000 Hitpoints. Das reicht bestimmt. Gegen Artillerie und Waffenträger. Ja. Das kann ganz schnell schief gehen. Ich kann es euch mal zeigen. 5 Sekunden noch Reload. Da ist Mr. Ferdinand. Ich versuche ganz außen rum zu kommen. Und da haben wir einen Pantera. Ungünstig. Ah, wenn der uns jetzt das Haus wegballert, dann können wir zurückschießen. Aber anscheinend will er das gar nicht. Okay, der ist tot. Wir haben nicht mal Spotting Tower gekriegt. Au. Hi, Arti. Ja, so schnell geht das. Oh. 447 und das war kein Treffer. Er hat uns nur gesplasht. Ich hasse Artillerie manchmal. Zumindest in dem Panzer hier. Ich würde gerne noch einen Schadenspunkt machen. Yeah, die Artillerie ist raus. Yay. Hi, Ferdi. Hey, und er hat uns nochmal getroffen. Er hatte nur die kleine Kanone, alles gut. Hat uns aber den Kommandanten gekostet. Ja, Lorraine. Wie gesagt, fahre ich echt ungern alleine. Fahre ich auch überhaupt ungern, weil der mir jetzt zu squishy ist. Das ist ein hammergeiler Panzer, wenn er die richtige Ausgangsposition hat. Und als ersten Premium empfehle ich ihn schon mal gar nicht, weil man hat sehr schnell sehr viel Frust an der Backe. Ja, ist nicht sehr solide. Aber als zweiten Premium, oder wenn man weiß, was man tut, wenn man Übersicht mitbringt, macht er unheimlich viel Spaß. Und das ist so ein typischer, in schlechten Händen ist ein schlechter Panzer, in sehr guten Händen ist ein extrem guter Panzer. Ja, ja. 96.000 Credits konnte man mit nach Hause nehmen, also ihr seht schon, ja, Munition ist okay und es ist ein extrem guter Credit-Farmer. Wenn da nicht dieses Problem wäre, dass er nur 3 Leute hier fasst, das ist also dementsprechend für die Ausbildung ein schlechter Premium-Panzer. Das ist halt wirklich nur für den Spaß. Und wir gucken uns mal ganz kurz die Tarnungen an, denn der bringt tatsächlich eigene Tarnungen mit. Und zwar hat die sonst niemand in diesem Spiel. Man kann sie auch nirgendwo anders draufschrauben, man kann sie auch nur hier draufschrauben. Und hier, das ist die Wüstentarnung in Gelb, Schwarz, Weiß. Sieht ziemlich cool aus. Passt auch ein bisschen zu mir. Und dann haben wir hier die Schneetarnung in Schwarz, Hellgrau, Blau, was auch immer, Weiß. Und Sommer haben wir, naja, so ein gekniffenes Gelb mit Dunkelgrün und Weiß. Also nur die Lorraine bringt diese Tarnung mit sich. Sieht echt cool aus. Und das war's dann auch erstmal für heute. Sorry, dass es so spät geht. Spät war. Heute ist Sonntag, ja. Und ihr wisst schon, Lorraine. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis bald, Almu. Tschüss. Tschüss. Tschüss.